Also, ich bin der Bürgi Lukas, arbeite in der KIBAG. Ich bin hier Werksleiter am Standort Schofisheim. Wir sind hier im Abbaugebiet des Käsepool. Wir bauen hier Käse ab. Der geht weiter. Für uns in der KIBAG selber bauen wir ihn aufbereiten auf dem Käsewerk vorne. Wir waschen, klassieren und nachher geht das Material, die Einzelkomponenten weiter an Betonwerk. Es ist so, wir haben es intern, wir haben Baudienstleistungen bei uns selber, die GPS drauf haben auf dem Bagger. Die haben uns hier zumal, bis wir jetzt Pneulader bekommen mit GPS, haben uns die Böschungen noch geputzt. Hat immer Geld gekostet für uns. Und ja, müssen sagen, vielleicht können wir auch etwas selber beisteuern, dass es auch günstiger wird für unseren Standort. Dass wir möglichst viel selber machen können, indem wir eben das GPS aufbauen auf unserem neuen Radlader, den wir bekommen haben. Ja, mein Name ist Markus Rüger. Ich bin seit anderthalb Jahren bei der KIBAG in Schafisheim, beim Abbau und auf dem Kieswerk. Man schaut auf das Display mit der Höhe, was eingegeben ist und so. Das ist selbsterklärend, denke ich. Ja. Der ist neu und ist gleichzeitig gerade ausgerüstet worden mit GPS. Also er ist erst mit dem GPS in Einsatz gegangen, bevor er gar nicht im Einsatz war. Der Radlader hat hier Hauptaufgabengebiet, ist sicher Materialladen. Gleichzeitig muss er Rampen machen, dass die Lastwagen runterfahren und auch wieder rausfahren können. Und dass man möglichst schnell an Böschungen haben können, also Böschungskanten, dass man nicht zu viel Material verliert. Also, warum Leica ist der Grund? Alle Maschinen eigentlich von der KIBAG sind mit Leica ausgerüstet. Also, wir können nur positiv reden bis jetzt. Also, es gibt eigentlich nichts zu beanstanden. Die Investition hat sich sicher gelohnt. Ich kann Leica Geosystems sicher weiterempfehlen. Wir haben gute Erfahrungen gemacht, auch Baggerführer, die bei uns im Einsatz sind. Die haben dann nichts zu beanstanden an dem ganzen System. Es funktioniert immer. Wenn Probleme bestehen, kann man ein Telefon machen. Und der Support ist einfach gewährleistet. Und die Maschine steht nicht lange, wenn irgendwann mal ein Problem besteht.